Oh, fuck. Was geht, Leute? Anna Fox ist wieder am Start. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Es war Halloween. Und ja, jetzt bin ich wieder hier zurück in Tamriel und hab vollkommen vergessen, diesen Dude müssen wir ja noch erledigen. Wir kamen aus dieser Höhle raus und haben die Banditen getötet. Richtig eiskalt, wie mein Herz. Oh, und jetzt müssen wir uns noch dem stellen. Ich dachte, ich könnte in Ruhe in das Dorf zurück. Meinen Leuten meine Beute zeigen. Nix da. Dem müssen wir uns noch stellen. Okay, wir brauchen eine Taktik. Am besten, wir ziehen erstmal ab. Oh Gott. Ui, ui, ui. Oh, fuck. Was ist das? Violette Soße. Jetzt werden wir sehen. Oh, fuck, 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 fuck. Boah, der ist mächtig wütend. Leute, den kriegen wir. Wir müssen nur agil bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Eieiei. Dovahkiin, eure Stimme ist meiner nicht ebenbürtig. Feuer nehmen. Auf jeden Fall ist er schon mal vergiftet. Gift gegen Gift. Dumme Idee. Puh. Ja, der zieht schon mal nicht so viel Energie ab. Das ist schon mal sehr gut. Puh. Ah, dich krieg ich. Du wirst dich gut machen auf meinem Fenster, Sims. Gib mir dein fucking Blut! Wow, wow, das war knapp. Das war haarscharf. Dass ihr euch vermerkt, wird euch nicht treffen. Ich fürchte euch nicht, Dovahkiin. Mir ist eiskalt, dir hätte die Pfeile ausgegangen. Besser Rot, Jol, Hall. Muss eben Gift mit Feuer bekämpft werden. Na, komm auf den Boden der Tatsache zurück. Jetzt habe ich dich. Spür meine Flammen. Och, das war's. Hi. Belthum. Jetzt bloß nicht abhauen. Der hält einiges aus. Oh Gott, wo ist die Mitte des Raumes? Wow! Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Für einen sterblichen. Nila. Mano a mano. Okay. Das war's. Ich war wohl der Stärkere. Was für ein schöner Tag. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Puh, zurück in Falkenring. Wir geben schnell. Wer weiß, dass später Halloween war? Interessant.
Alter, woher weiß ich, wie das Halloween war? Habe ich irgendwas verpasst? Mann, ja, ich komme zurück aus einer erfolgreichen Schlacht. Schön. Oh, fuck. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Jo. Ja, was wollt ihr? Ich habe den Anführer der vergessenen Höhle getötet. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Oh ja. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Wisst ihr was? Vielen Dank, Saya. Euch. Ihr habt keine Angst, eure Hände schmutzig zu machen. Never. Ich erteile euch hiermit die Erlaubnis, in Falkenring Grundbesitz zu erwerben. Yes! Mit meinem Vogt, falls ihr daran Interesse habt. Mach ich. Braucht ihr sonst noch was etwas, mein Jahr? An meinem Hof wäre noch Platz für eine neue Tarne. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich ja, kann diesen ich Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Warum nicht? Es wäre mir eine Ehre. Dann macht euch auf den Weg. Auf Wiedersehen. Jarl Siedgeier. Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht sehr habe ich gerne dann einen Auftrag für euch. Jawohl. Okay, wie viel Kohle haben wir denn? Wir haben 2000 Gold. Entschuldigung, ich möchte ein Haus kaufen. Jemand ein Haus zu verkaufen? Hast du ein Haus zu verkaufen? Nee, du siehst nicht aus, als würdest du ein Haus kaufen. Verkaufen. Und hier, hallo? Oh Mann, draußen regnet es auch noch. Entschuldigung? Junge Dame? Junge Fremde? Ach, da ist er. Oder sie? Guten Abend. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ah, ja, genau. Ich bin unter Jarl Siedgeier. Genau. Davor habe ich unter Jarl Dengeier gedient. Genau. Siedgeier handelt manchmal etwas vorschnell. Er hört aber auf Helwart und mich. Das ist gut zu hören, denn ich möchte gerne ein Haus kaufen. Es gibt zurzeit leider kein Haus, aber ich könnte euch ein schönes Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus errichten könnt. 5000! Oh Gott, da wird mir schlecht. Darüber muss ich noch nachdenken. Auf Wiedersehen. Möge die Weisheit auf ewig euren Pfad erhellen. Ihnen auch. Ja gut, kein Haus, dafür viele Kürbisse. Das heißt, wir brauchen ein neues Ziel. Ja gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Weißlauf, schätze ich mal. Geben wir unseren Loot ab und dann schauen wir weiter. So, wir sind jetzt gestärkt. Wir haben die Beute verkauft. Ein Tausender haben wir ungefähr bekommen. Pfeile haben wir leider nicht kaufen können. Irgendwie ist ein Mangelware an Pfeile, ich habe keine Ahnung. Okay, wir brauchen eine Aufgabe. Hier haben wir nämlich nichts mehr zu tun. Aber mir ist aufgefallen. Da ist ja noch was weiß. Ich glaube, da machen wir uns auf den Weg. Seid ihr dabei? Ich hoffe doch sehr. Würde ich sagen, auf geht's. Da bin ich mal so ganz fröhlich durch die Gegend gelaufen und dann kommt mir so ein Mistvieh entgegen. Okay, beruhig dich. Sarad, Jol, Hall. Dann wirst du einfach brennen. Brennen. So macht man es zum Beispiel nicht. So, aber diesmal richtig. Nehmen einmal dieses wunderschöne Teil. Bel-Yol-Hal. Und diese wunderschöne Waffe. Magie. Magie ist was Schönes. Magie hält uns warm. Wo ist die Spinne? Ah ja, dann komm halt du. Parieren muss ich lernen. Wir nähern uns dem verlassenen Turm. Boah, ziemlich kalt hier oben. Asset wird mir aber etwas bewusst. Ich bin fucking Bogenschütze. Ich bin quasi Legolas in Person. Habe aber keine Pfeile. Das kann nicht gut gehen. Naja, wir versuchen es trotzdem.
Challenge accept. Okay. Ziel acquired. Das ist also der verlassene Turm. Okay. Nila. Ja, trotzdem mal gucken. 9 Pfeile haben wir. Ist das am helllichten Tag? Vergessener Turm. Okay, da ist die erste Tür. Aber wir gehen. Okay, wir können von oben angreifen. Puh. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Natürlich kann man nicht von oben angreifen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Laufen ausgesucht. Ja, ist ein bisschen blöd von mir, gebe ich zu. Aber du hattest mehr Pech als ich. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier reinzugehen. Okay, gucken wir, ob wir da schleichend reinkommen. Ah, bezaubernd hier. Okay, dann wollen wir mal. Ich hoffe, die haben hier was Gutes. Immer aufpassen. Banditen neigen ja immer, Fallen auszulegen. Diese Dreckskerle. Oh, geil. Das ist viel Geld wert. Ich liebe Loot. Seht ihr was? Ich sehe nämlich nichts. Etwas gehört? Okay. You gonna call? Ghostfacers? Ach nee, das ist eine andere Serie. Waren haben wir genug. Was war das? In your face, motherfucker! Ach, das sind Silberbarren. Ah, Silberbarren ist mehr wert. Die Eisenbahn nicht. Was haben die bloß hier mit den Leuten getrieben? Oh fuck. Oh. Oh Leute. Fast hätte ich mir mein eigenes Bein abgehackt. Und ich sagte doch gerade vor ein paar Minuten etwa, dass hier Fallen ausgelegt sind. Da ist er. Ja, hock dich hin. Trink deinen letzten Schluck. Und dann stirb. Oh fuck. Keine Gnade. Ja, okay, ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen lame. Aber jemand habe ich es hier wieder gut gemacht. Finde ich. Es müssten alle gewesen sein. Alter! Das ist ja eine richtige Folter. Komm mal hier, Ubala. Gut, dass wir schneller sind. Ich will nicht wissen, was die mit mir angestellt hätten.
Nichts Gutes auf jeden Fall. Und zu welchem Zweck? Satanisten? Dämonenbeschwörer? Psychopathen? Oh, Bäcker! Leer? Ich weiß, es war hinterhältig, aber ich bin hinterhältig. Was war das? Was? Was war das? Hier drüben! War das alle? Oh, bloß nicht runterfallen. Meister! Oh, fängt der Spaß schon wieder an. Okay, ihr wisst, was das bedeutet? Mal schauen, wie lange ich diesmal brauche. Ich werde immer besser. Außer, dass ich hier runterfall. Und dafür bin ich hier eingebrochen? Wegen dem bisschen? Hilfen. Schlagstock. Hört sich gefährlich an. Okay, das sieht interessant aus. Das sieht auch interessant aus. Ja, das wäre fast ein Hole in One gewesen. Aber dafür ein Hole in Two. Keine Falle mehr. Dieser Dungeon ist ja richtig groß. Alter, was ist das? Oh fuck, das ist ja eine Schnee. Komm, renn, 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 renn. Bell, y'all hall. Bell, has hall. Oh, ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Oh Mann. Nila. Nila. Was?
Wer ist er dort? Jolhal. Ben! Ich bin der fucking Feuerteufel! Das war eine Quest! Damit hat niemand gerechnet. So, wo ist mein Riesenloot jetzt? Stahlbarren zählt nicht. Nee, Dolch zählt auch nicht. Oh, der Laser. Der Laser, ja. Yeah, Jackpot! Tut das gut. Yeah! 18 Gold, ja, okay, passt. Was? Was für ein Schlüssel? So, rausgefunden. Der Weg nach draußen ging irgendwie gefühlt länger als der Weg nach rein. Versteht ihr? Wie dem auch sei. Wir haben es geschafft. Wir haben die Höhle gezwungen. Draußen haben mich noch zwei Dudes erwartet, aber natürlich war das kein Problem für den Dragonborn Legolas. Ach, easy peasy, lemon squeezy. Ein wunderschöner Sternenhimmel hat uns hier draußen erwartet. Und mit diesem Anblick beenden wir die heutige Folge. Und verkünde hiermit fürs Erste das Ende der ersten Skyrim-Staffel. Es wird Zeit für was Neues. Ich verrate noch nicht was. Ich habe es ein bisschen angeteasert letztes Mal. Aber ich denke, bis nächsten Mittwoch ist es soweit. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. In diesem Sinne, euer Aaron Fox. Tschaußen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.